Es ist durchbehört, Junge. Okay, okay, jetzt geht's gleich weiter hier mit Diablo 3. Part... was? Part 6? Part 6? Ja, Part 6. Ich hab mir das eingesogen. Und... warte. Ich muss doch jetzt hier oben hin, oder? Ja. Leorix Korridor, oder? Ich geh jetzt einfach mal rein. Voll die schönen Figuren. Welche? Achso, ja. Hier, ich bin jetzt hier in Leorix... oh, jetzt kommt hier eine Zwischensequenz. Obacht. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Guter alter Mann. Jetzt sind die ganzen schönen Wachen tot. Ich glaub's. Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. Das ist ja nicht nett. Ja, so typisch dieses, diese Stimme verzerren und so. Ja, komm, den helf ich jetzt mal. Mit Stolperfalle, Junge. Soll ich mal von hier oben einfach... da habe ich jetzt den Vorteil. Ich kann einfach von hier oben runterschießen. Boah, wie schnell die kaputt gehen. Aber ich einfach nicht. Riesiger Kurzbogen, Alter. Ich dachte riesiger. Ach, hier, komm ich bin hier, um euch zu retten. Verschwindet, ihr Monster! Hä? Ich glaube, es bringt nichts gegen die. Kann ich keine Messer mehr machen, oder? Wow. Was hat der denn zur Aggression? Stolperfalle. Ist das schon der Skelettkönig? Ne, das ist ein königlicher Schlafrichter. Ne, ich glaube, der Skelettkönig war ja das Ende der Beta, ne? Genau. Wie ich weiß. Ich habe nicht genug Hass. Ja. Boah, regenerative Schuhe, Junge. Hab ich die eingesammelt? Zieh dir mal ein bisschen Leben, weil du... ja, okay, du hast schon, aber wenn gleich ein Endgegner kommt... so, hier Kurzbogen, ein gewisser ganz neu für uns. Robuste Handschuhe, was habe ich denn an robuste Handschuhe? Wo sind denn die regenerativen Schuhe? Stiefel, ja, die haben zwar nicht so viel, magische aber Stiefel. Die regenerieren ein Leben pro. Das habe ich hier so ein Ding ausgesehen. Deswegen, das bringt jetzt schon mal mehr hier. So, Trüffbär. Sprich mal mit Decker Kane. Jo. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Leia hat mich um Hilfe gebeten. Geht gar nicht. Oh, es ist wundervoll zu hören. Jetzt ist was, jetzt wurde was übersprungen. Naja. Er hat jetzt was gesagt, aber das könnt ihr hier unten nachlesen. Also nicht das Kalarien. Von diesem geheimen Durchgang erfahren. Nicht das Kalarien an Dings, sondern ist dann einfach... steht da unten, was er gesagt hat gerade. Wir mussten leider gerade mal kurz ausmachen. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Er wollte mir auf Tristram rennen. Weg. Handachs. Na komm, scheiß drauf. Ja, jetzt habe ich die Handachs abgehoben, aber das Gold nicht. Wo ist er denn? So viel Gold. Wo ist er denn? Achso, ich muss wieder zurück hier. Ja, Wegpunkte. So, jetzt komme ich wieder nach Neutristram. Wo ist der überhaupt hin? Ja, Neutristram mit Leia spricht. Oh. Ich habe Leia versprochen, ihren Onkel Deckard Kane zu retten. Als ich ihn fand, stand er dem Skelettkönig gegenüber. Und nun versperrt mir dieses Scheusal den Weg zum gefallenen Stern. So. Ja, Skelettkönig haben wir schon von gehört, von, ohne zu spoilern jetzt zu wollen. Damit endet dann die Beta, aber das ist ja nicht die Beta. Wo ist denn Leia? Ich habe Marco versprochen. Onkel, du lebst. Dank dir und voll happy und so ignorieren sie. Ich habe nur eine Frage. Was wisst ihr vom gefallenen Stern? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Alter, obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, von dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Leute, ich glaube, wir haben hier gerade jemanden dazu bekommen. Ja, wir machen mal ganz kurz einen Cut, ja? Mehr Spieler spielen wir das nicht pausieren, ja super. Ja, Leute, wir wurden hier gerade unterbrochen. Also das ist so ein Kumpel von dem Besitzer dieses Accounts. Mir. Der übrigens, ja, Hauke, sein Bruder, was weiß ich. Ja, wollen wir. Okay, dann... Juppie.
So, das war zur Schuhe, aber egal. Wir sprechen jetzt erstmal mit Deckard Cain. Ja. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Ein tragisches Ereignis, doch ich kann den gefallenen Stern nicht erreichen, ohne ihm gegenüberzutreten. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Ich meine, es wird ja alles viel einfacher jetzt dadurch, dass wir einen Begleiter haben. Ja, weiß ich nicht. Ja, theoretisch schon. Vielleicht werden die Gegner dadurch schwieriger. Schwerer. Schmied, Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorics zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Manchmal ist der Tod die einzige Gnade, die uns bleibt. Lasst mich euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Ach, er macht jetzt mit. Ich werde aber... Meinst du, er hat den Auftrag noch nicht erledigt schon? Nee, ich glaube, er hat sich einfach einen neuen Avatar gemacht. Ja, dann ist er schon Stufe 5. Nee, einfach einen neuen... Ja, er hat einfach so weit gespielt wie wir. Oder keine Ahnung. Aber das ergänzt dich bestimmt gut, so ein Fernkämpfer und so ein Nahkämpfer. Oh, eine Trage. Und vor allen Dingen ist er auch noch eine Frau. Irgendwie dauert er mal Messer hoch. Ja, vielleicht ist das der Grund. Es tut mir leid. Es muss getan. Wahrscheinlich dadurch, dass es jetzt genau. Bei der Schwierigkeit gerade angehoben, wenn man zu zweit macht vielleicht. Das wäre zumindest sehr logisch. Ja gut, so ein einzelner Schuss macht weniger. Ich bin den robusten Lederwams. Bitte vergib mir. Warte, ich richte mir das mal ganz kurz aus. Hedrick, hilf mir! Geil. Aber das, doch, jetzt haben wir es. Er macht die. Ja, die Pferde kommen auch noch zurück. Anteilige Schärfe, die nehmen wir uns mal heim. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. So, von mir aus. Ich stehe in eurer Schuld. Brauche gar nicht. Mein Name ist Hedrick Imon. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Wisst ihr, wo sich Leorics Krone befindet? Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab. Haben jetzt einfach seine Frau getötet? Ja, er hat. Seiner. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Ich guck nochmal ganz kurz. Ach nee, hier kommen wir ja sowieso her, ne? Ja. Was denn jetzt? Ja, da müssen wir raus. Hat geleckt gerade, ne? Hat das? Habe ich nicht gemerkt. Ja gut, hier oben müssen wir hin. Nordwesttor. Jetzt finde den Friedhof der Verlassenen im Heim des Weglers. Sofort kommen wieder raus, ne? Ist aber mächtig. Ja, mit dem Nahkampf, ne? Warte mal. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben. Also jedenfalls von diesen Aasfressern. Welche Aggression? Er verprügelt die Lampen, ja. Oder sie, beziehungsweise Motte. Name, ne? Ach ja, wir hatten übrigens noch eine neue Fähigkeit. Hier noch ein abenteuerliches Schärpen. Und ein Schild, soll ich Ihnen das mal geben? Ja. Oh! Jetzt habe ich mir Schaden gemacht. Braucht er das vielleicht? Ich glaube, er ist aber ein bisschen weiter als wir, habe ich das Gefühl. Eine Stufe. Will er nicht. Ich verstehe nicht, was das bringt. Gold. Ich wollte ihm gar keinen Schaden zufügen. Wir haben da noch eine neue Fähigkeit gelernt, oder?
Oder hatten wir eher hier Schnellfeuer? Ja, nimm mal. Probieren wir mal aus, ne? Jo, probieren wir. Ich warte immer noch. Hä? Oh Gott. Sollten wir ein bisschen weggehen? Mann, die ist echt geil. Wir sind ein bisschen zu offen, glaube ich. Wir müssten uns ein bisschen mehr in die Ferne stellen. Wir dürfen nicht mal an die Gegner rangehen. Vielleicht hätten wir doch eine Nahkampfklasse gehen sollen, weil ich bin auch eher so der Typ, der da dran geht. Ja, aber jetzt fangen wir nicht nochmal an. Nein. Wir hätten zum Beispiel weg und so. Jeglicher. Robuste? Was war das? Robuste Handschuhe. Schick. Ja, wir haben aber robuste Handschuhe. Deswegen kann er nicht von mir was sagen. Er kann auch ein Schild von mir aus haben. Ja, wir haben so viel davon. So ein paar Sachen fehlen und so. Also wenn ich jetzt, wenn wir theoretisch immer mit ihm zusammenspielen würden, was wir aber nicht tun, würden wir so ein paar Sachen schenken, aber... Wir sprechen ja nicht mal mit ihm, er ist ja einfach jetzt mal so da, deswegen lohnt sich das jetzt nicht so im Ganzen, ihm jetzt tausend Sachen ja vor die Füße zu werfen. Was ist das? Immer so, wenn du irgendwie hast. Hungriger Traum. Wir sind aber relativ ausgeglichen, also auch Stufe 5. Vielleicht ist er auch automatisch Stufe 5, wenn er bei uns einsteigt. Naja, auch schon überlegt. Ich hab jetzt gar nicht dran gedacht. Ah, gleich 33 Gold in die Truhe. Und jetzt auch mal. Oh, so ein Fetter, so ein Fetter. Ich habe nicht genug Würmer. Durchdrehender Fall. Ist eine Erweiterung für... Hier, nimm dir die Handaxt, die kannst du mehr gebrauchen. Das ist eine Erweiterung für hungriger Fall. Durchdringender Fall, das ist nämlich eine Rune. Aha. Wusste ich gar nicht. Aber da braucht man mal Zeit, bis man die... Ach nee, man braucht Zeit, bis man sie entwickeln kann. Unser Freund ist irgendwie woanders. Ja, man muss ja die Krone hier irgendwo finden. Deswegen, er sucht hier oben und hier unten. Ja, das war super. Boah, wow, der ist ganz geil. Ja, relativ. Das ist jetzt eher so für Horden. So eine Permafeuer. Kannst du damit unbegrenzt, also ganz lange drückt halten und das lang, lang. Da sind noch mehr. Wie geil das ist. Nicht genug Hass. Man braucht entsprechend viel Hass dafür. Also zu mir drauf. Wusste Leder. Habe ich. Ja, brauch auch. Stellen wir alle aus hier. Aber wir denken, wir sind mächtig. Ich will, es gibt noch viel geilere Sachen. Aber als, vor allem als Zauberer. Also. Massaker. Haben wir bekommen? Hier kannst du haben, Beschützer. Ah, da oben hier, da sehen wir ein Tor. Hier ist der Verlassene. Und hier sucht nach dem Altar des Kanzlers. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal einen Cut, ne? Cut. Hier ist aber der Altar des Kanzlers. Ne, das ist der Schrein des Schutzes. Weil... Jo. Und hier ist auch ein Speicherpunkt. Genau. Deswegen erstmal... Mach mal erstmal aus. Jo, geht sowieso nicht, Menü. Dann würde ich sagen, machen wir hier Ende des 6. Parts. Und bis zum nächsten Mal. Ja, der erste wird noch hochgeladen heute, ja. Und vielleicht auch noch der zweite. Tschüss.